So, wo bleibt denn die Steffi? Wollt noch was essen? Aufenthaltsraum? Wie nennt man das, Aufenthaltsraum? Hi. Also durchs Fenster haben wir nicht so viel gesehen. Ja, das Ding ist, Tagpost, du hast nicht dran gedacht, ne? Das Mikrofon ist ja an mir. Das heißt, man hört dich gar nicht. Komm rein. Lass an. Dumm gelaufen, Steffi, ne? Ja. Also dumm gelaufen. Jetzt machen wir hier ein bisschen Licht. Heller geht's hier nicht. Ja, okay, aber stimmt. Ja, also, das Einzige, was... Echt, Licht ist an. Ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist halt die Beleuchtung links und rechts zur Couch, damit wir dann hier richtig streamen können. Ja, und herzlich willkommen zu diesem Makeover. Ich darf jetzt offiziell sagen Makeover-Video. Ihr habt die Erlaubnis von mir bekommen. Richtig, weil sie meinte, ja, jetzt ist ein Makeover. Und wir möchten euch heute mal zeigen, wie der Raum hier entstanden ist. Also ich habe euch bei vielen Sachen nicht so wirklich mitgenommen. Es gibt zwar über viele kleine Dinge ein Projekt, beispielsweise einen Aquariumtisch, den Boden und die Wandpaneele. Aber ja, so wie wir das, was wir uns dabei gedacht haben, darüber gibt es keine Projekte, ne? Mhm. Genau. Und ich mache mir jetzt einen Kaffee an unserer Teeküche. So, und... Nein, es ist keine Teeküche, es ist tatsächlich eine richtige Küche. Ach so. Weil wir einen Herd haben. Ja, genau, mit Gas. Aber dazu kommen wir gleich nochmal, ne? Also das war ja eine Voraussetzung von dir, dass wir hier eine Küche haben. Und das war gar nicht so einfach, weil wir gar keinen richtigen Anschluss hier haben. Das heißt, der Raum war leer am Anfang und wir hatten keinen Wasseranschluss und auch keinen Abwasseranschluss. Und genau, da dachte ich mir so, Mist, was machst du jetzt? Ne? Da habe ich den Vermieter angeschrieben, gefragt, weil meine Idee war dahinter, hier direkt daneben an sind die WCs und da ist ja bekanntlich ein Abwasser. Oh, schon voll. Und da könnte ich das Ganze ja anzapfen. So, und das habe ich dann den Vermieter gefragt und er hat auch ja gesagt. Und dann habe ich das Ganze... ist da Wasser mit drin? Immer. Mm. Toll, wer macht das sauber? So. Oh, ist das eklig. Wo ist der Zewa? Oh. Links unten. Weil wir haben Geschirrtücher vergessen. So ist das, wenn man zwei Haushalte hat. Ja, ich stimmt, das kommt hinzu. So, und dann habe ich auf jeden Fall eine Kernbohrung gemacht, 50er Kernbohrung, dort durchgebohrt, ein Rohr reingeschoben, das Ganze mit Bauschaum gefestigt und auch Kaltwasser. Kaltwasser war ganz wichtig, weil Warmwasser können wir durch einen, wie nennt man das, kein Durchlauferhitzer? Die hat nämlich gesagt zu mir im Video, es ist kein Durchlauferhitzer, sondern was ist das, eine Therme? Therme, ne? Genau, damit man eine Therme anschließen kann. Warmwasser-Therme. Genau, und das Ganze haben wir dann gemacht und somit hatten wir dann Wasser und Abwasser. Dann konnten wir also eine Küche bauen. Aber Juhu. Bevor wir, wie bitte? Juhu. Ja, aber bevor wir jetzt loslegen mit dem Schnelldurchlauf, also Küche einbauen, dies und das, kam uns gleich von Anfang an, wo der Sommer dann vorbeiging, im Herbst hinein, ne, da hat es so gemüffelt hier. Und ich dachte so, oh, was ist denn das? Das ist vielleicht hier war nämlich so eine Wandverkleidung, so eine Sperrholzwand, die tapeziert war, mit so einem kleinen Absatz. Und die war so leicht, wenn man das angefasst hat, so leicht feucht. Und da habe ich die Wand rausgerissen. Und dahinter war natürlich dann Klinker und Putz und alles war teilweise feucht. Dann habe ich das erstmal ein paar Wochen so gelassen und habe mich dafür einfach entschieden, das Studioline anzubringen, weil das schnell geht, einfach Konterladung hinter und dann kann das Ganze hinter schön zirkulieren, ne, bevor ich das Ganze wieder zubaue. Und man darf nicht vergessen, das ist ein Mietobjekt. So, dann ging es aber weiter. Und vielen Dank nochmal an meinen Kooperationspartner JP1880, Herrenmode von Größe L bis 8XL. Und ab einem Mindestbestellwert von 29 Euro bekommst du nochmal mit meinem Code MrHandwerk20 20% Rabatt. Übrigens für alle Neulinge, ihr könnt euch auch hier anmelden bzw. dein Outfit hochladen. Mit etwas Glück findest du dich hier auf dieser Page. Und und dann haben Steffen und ich gesagt, okay, PVC-Boden. Dann habe ich den mal eine Ecke hochgehoben und habe halt gesehen, da war es komplett schwarz drunter.
Und was sagt uns das? Ja, PVC-Bogen komplett rausgerissen. Da waren 3 oder 4 Schichten PVC. Ja, und dann war ich ein bisschen überfragt, wo das Ganze herkommt. Also ja, da unten muss wohl feucht gewesen sein. War eine lange Geschichte. Ich habe mich dafür dann entschlossen, oder wir, dass wir das Ganze abdichten oder einschlemmen. Darüber gibt es auch Videos. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Und dann haben wir uns einfach für Holzfliesen Boden entschieden. Ich finde den ganz toll. Es ist nicht so was Quadratisches. Es ist sehr, sehr einfach zu verlegen. Wenig Verschnitt. Und hat sich eigentlich auch schon bezahlt gemacht. Ne? Weil, wie oft ich den schon gewischt habe, weil er hier, man rennt hier rein in die Werkstatt, vor allem jetzt im Winter. Und dann nimmt man nicht immer das Rolltor, sondern geht immer hier durch. Genau, das war dann der Boden und die Wand. Passend zur Wand haben wir natürlich dann auch mal ein schönes Mr. Handwerksschild angebracht. Das ist jetzt keine Neon oder kein Gas. Was sagt man dazu? Gas oder Neon? Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt auch diese Neon-Schilder. Da ist ja Gas drin, ne? Und das ist LED. Genau. Kann man sich anfertigen lassen bei Amazon. Ist richtig cool. Und dann haben wir auch hier passend vom Paumann Licht 2 Lampen. Das Ganze, ja, lockert das Ganze quasi auf, ne? Und hier bei der Küche haben wir uns auch dafür nochmal für Powermann-Licht entschieden. Da haben wir hier LED-Stripes eingelassen. Darüber gibt es auch ein Video, wie du das Ganze machen kannst mit der Tauchkreissäge. Und hier haben wir auch nochmal Powermann-Licht verbaut. So LED-Spots direkt für die Küchenrückwand. Ich finde das ganz toll, wenn man jetzt das Hauptlicht ausmacht, dann ist das Ganze so ein bisschen in Szene gesetzt, ne? Quatsch. Eine Sache muss ich noch erwähnen. Anfangs wollte ich eigentlich hier, was wollte ich draus machen? Gar nichts, ne? Gar nichts. Ich wollte einmal, da war ich aber komplett dagegen. Ja, ich wollte. Ich habe gesagt, wenn du willst, dass wir hier beide zusammen weiter filmen oder irgendwelche Projekte machen, dann muss man sich ja zwischendurch auch einfach mal hinsetzen können oder mal chillen. So kam eins zum anderen, ne? Ja. Immer weiter, immer höher, immer schneller, immer besser. Genau, und dann kam halt Couch, dann wollten wir erst eine alte Couch nehmen, dann haben wir uns entschieden. Du brauchst die Couch nicht filmen. Ich blende das dann ein. Und du dann, ach Mensch, und denn schon. Und dann habe ich dann eine Couch bestellt, weil ich mir dachte, okay, wenn sie ihre 5-10 Jahre hält, kann man auch mal neu beziehen oder dies und das. Ne? Und man soll es ja auch hier schön haben, wenn man sich mal hier hinsetzt. Ne? Und auch wenn man mal Besuch empfängt, an alle YouTuber, die Bock haben, hier E-Mail-Adresse schreibt. Nee, da, in der alten Werkstatt war es einfach definitiv zu klein. Ne? Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir die Leute auch mal empfangen können. Ihr habt auch am Anfang gesehen, hier, mach mal einen Schwenker, haben wir eine neue Tür eingebaut. Es gibt jetzt 2 oder 3 Videos, wo ich den Leuten zeige, wie man eine Tür einbaut. Und auch ein Video, wie du das Ganze ausmessen kannst für dich alleine. Ja, haben wir dann gemacht. Und das sind auch so Objekte dann, wo ich dann weitere Videos drauf aufbauen kann. Ne? Wie man Fenstereinbruch sicher macht, wie man das Glas tauscht, worauf man achten soll und so weiter und so fort. Deswegen habe ich gleich weiter ein bisschen gedacht, dass man das dann verwenden kann. Und wir haben natürlich einen höheren Dämmwert. Ne? Ich bin zwar noch am Überlegen, ob wir die Decke und die Wände nochmal so in Anthrazit streichen oder so einen Grauton, aber Steffi sagt nein. Das ist jetzt weiß. Ne? Ja, und der Raum ist ja, also das ist ja jetzt nun auch kein so mega hoher Altbau oder so, wo man das machen könnte. Sondern das ist eine ganz normale Raumhöhe. Ja. Und dann denkst du, du kommst in so einen Bunker. Genau, finde ich eigentlich ganz cool. Weil man kann sich, wo ist denn das Silber? Ach da. Weil man kann sich halt so ein bisschen auslassen, was man nicht zu Hause macht. Ne? Und da haben wir auch bei der Küche, wir wollten uns erst eine Küche kaufen, so eine billige. Ne? Für 200, 300, nee Quatsch, die haben ja auch mittlerweile 800 Euro gekostet, so eine kleine Teeküche. Das Problem war da, entweder gibt es 90er Küche, oder so eine T-Ecke oder 1,50, 1,60. Ja. Und wir haben halt ein Maß gebraucht von 1,40 Meter, weil, wenn wir mal schauen, wir machen die Tür auf. Ne? Seht ihr, ja. Die geht auch nicht weiter auf. Also hier ist jetzt der Ständer, ne? Der Handtuchhalter. Genau, und deswegen haben wir uns dann doch entschieden, eine IKEA-Küche zu nehmen. Ja. So in Schwarz. Und dann sind wir zu IKEA, haben die ausgewählt, haben aber bei der Küche die Mikrowelle weggelassen von IKEA, weil uns das einfach viel zu teuer war. Die haben 2-3 Euro gekostet. Ne? Und die Griffe haben wir weggelassen und auch die Arbeitsplatte. Und dazu muss ich jetzt sagen, wenn ihr euch eine IKEA-Küche kauft, dann, du kannst etwas zum Design sagen, wenn du möchtest, dann ist es halt so, die haben eine gewisse Tiefe, die Korpusse oder die Schränke. Und da musst du auch so eine IKEA-Arbeitsplatte kaufen, weil wenn du eine Standard-Arbeitsplatte nimmst von 60, die passt dann nicht. Da müsst ihr unbedingt drauf achten. Das war jetzt in diesem Fall nicht so schlimm, weil hier hinter befindet sich die ganze Elektrik
Und da war auch eine Steckdose und dies und das. Und da haben wir einfach eine Alu-Debound-Platte genommen von Plattenzuschnitt 24. Kann ich nur empfehlen. Gibt es auch in anderen Farben. Und die haben wir dann davor gesetzt. Das heißt, die 5 cm oder 6, 7, die uns jetzt fehlen, die ist jetzt einfach durch diese Platte oder Rückwand, die hervorkommt, die deckt das Ganze quasi ab. Ne? Du kannst auch hier, ja, jetzt kannst du es filmen. Ich sollte es eigentlich nicht. Hier fehlt noch eine Abdeckleiste. Das ist aber nicht so schlimm, ne? Genau. So, und genau. Und wir wollten einfach nicht das Geld ausgeben für diese teure Arbeitsplatte bei IKEA, die 200 Euro kosten sollte. Ja, für ein Meter. Teilweise, ne? Ja. Also. Und deswegen haben wir gesagt, komm, weißt du was? Passend zur Rückwand, ne? Richtig, in helle Fichte, genau. Genau, haben wir Fichte genommen. Und ja, da haben wir mal, habe ich mich mal ausgelassen, ich wollte einen Gasherd haben, haben wir letztendlich auch gekauft. Ja. Darüber gibt es auch ein Video, ne? Das heißt, hier unten ist eine Gasflasche, die ist hier eingelassen, hinter den Haribo und Klopapier. Schnell zu. Und genau, dann haben wir auch hier dieses Spülbecken in Schwarz genommen, passend zur Küche. Also wir wollten Schwarz-Gold haben, ne? Genau, wollten wir uns ganz modern austoben oder dunkel. Genau. Auch ein bisschen ja, moderner, rustikaler. Rustikal ist es doch gar nicht. Männlich, rustikal ist es auch nicht. Einfach mal was anderes als zu Hause, ne? Genau. Und richtig. Und dann haben wir das Spülbecken haben wir dann eingelassen. Das war auch so ein Projekt, was ich mal unbedingt ausprobieren wollte. Und das Ganze ist mir ganz gut gelungen. Viele sagen immer hier, oh Gott, das ist ja, schön Holz. Genau, das habe ich auch gesagt, ne? Aber es hat sich bis jetzt ganz gut gemacht. Auch das Öl von der Arbeitsplatte, das kann ich auch nur empfehlen. Also ihr findet alles unten in der Videobeschreibung. Ne? Da musste ich halt feststellen, wenn man im Küchenbereich in der Nähe vom Wasser, brauchen wir halt besondere Steckdosen. Die habe ich mir dann nochmal geholt. Ich hatte anfangs noch andere, die waren nicht Spritzwasser geschützt. Die haben wir nämlich noch hier oben. Ich weiß gar nicht. Ach, keine Ahnung. Die liegen irgendwo in der Werkstatt. Genau. Und das war Thema Küche. Ne? Auch Mikrowelle. Bei IKEA gibt es Mikrowellen. Na, schaust dich gerade selber im Spiegel an. Ich habe geguckt, ob man das. Achso, warte mal. Das kannst du auch mal kurz finden. Die haben eine kleine Garderobe hingebaut, dass wir unsere Jacken, unsere Schlüssel hinlegen können, ne? Ein Spiegel. Genau. Ich sehe mal die Kamera. Genau, das haben wir dann so ein bisschen ausgenutzt. Ne? Mikrowelle war so, da habe ich auch ein kleines Schnäppchen gemacht. Also ich wollte unbedingt ein Markenprodukt haben. Und ich finde es auch toll, wenn man das dann sieht. Ne? Also, und da habe ich ein bisschen geguckt bei Amazon und habe dann. Oh, guck mal hier. Ja. Auch unten reinsetzen, oder? Ich weiß nicht, das war irgendwie so ein. Es gibt doch jetzt neu bei Amazon. Nee, was ist denn hier? Eine Kapitänsmütze. Ich will Bootsführerschein machen. Und da lachen sie mich alle aus. Ich lach dich gar nicht aus. Ich von meinen Eltern bekommen. Die lasse ich jetzt auf, okay? So, pass mal auf. Warum ist doch lustig? Wir sind im falschen Film. Nein, die haben sich, wer bis dahin geschaut hat, dann lass mir den Like da. So, und dann habe ich mir bei Amazon geguckt und da gab es die irgendwie in gebraucht oder neu. Hör mal kurz zu, bitte. Oder hört ihr mal kurz zu. Für 150 oder 180 Euro. Neu kostet die 500 oder 400. Und dachte ich mir, jawohl. Bestellt. Und ich hatte anfangs ein bisschen Angst gehabt, dass die nicht passt. Aber die passt. Geile Sache. Ne? So, was fehlt dir noch ein zur Küche? Naja, auch die Armatur haben wir halt auch einzeln bestellt. Ne? War bei Amazon viel zu teuer. Ne? Und die kannst halt jetzt rausziehen. Genau. Und das mit den Durchlauferhitzer funktioniert echt wunderbar, ne? Ja. Also das geht alles und also sind sehr zufrieden damit, ne? Also für eine Teak ist es, also ich kann hier schon fast einziehen, ne? Das ist schon toll, ja. Genau, so, Wand, Boden, Couch, Tischaquarium kam als auch neu. Da überwintern unsere drei kleinen Goldfische, die haben sich es auch ganz, ganz gut gemeistert. Zucuk, Barak. Kennt ihr die italienische Zucuk Salami? Danach hat die Helly den benannt. Genau. Zucuk, Brack und. Zucuk, Brack und. Ich dachte, du weißt das. Hast du 3000 Mal gefragt. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich habe so kleine Schilder angefertigt, weil das nächste Projekt ist so ein kleiner Teich. Und da kommen die dann ran mit so einem Sichtfenster.
Genau, hier steht ein kleiner Metallschrank und Kühlschrank. Der Kühlschrank wird sich noch mal ein bisschen ändern. Das ist so eine kleine Möhlepröle. Ne? Die Ecke finde ich auch nicht so schön. Nee. Ich finde den Metallschrank ganz cool. Der ist schön männlich, passt zu dir. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Das stört mich sehr im Auge. Und dieser Holzklotz, dieses Projekt, das ist mein Holzlager. Was nicht meins ist. Das ist mein Holzlager. Aber gut. Also. Ja, wer sie kaufen möchte, bitte. Ja, der hier E-Mail-Adresse. Oder verschenken. Nee, verschenken ist zu schade, weil das Holz hat ja schon 5.000 Euro gekostet. Was? So, ich würde sagen, Kamerafrau, wir machen Schluss. Es war, wie gesagt, eine Menge Arbeit, viele, viele kleine Projekte. Ich werde euch die mal unten alle verlinken. Ansonsten findet ihr hier zwei passende Videos und wir verabschieden uns von euch, ne? Wir verabschieden uns von euch und wir hoffen natürlich, euch gefällt das hier und schreibt gerne mal eure Meinung oder was ihr anders gemacht hättet oder. Oder was ihr für Ideen habt, ne? Ja, richtig. Alles klar, tschüss. Tschüss. Wollt mal deine Kapitänsrüste wieder ein. Ja. Ja, ich soll die wegschmeißen. Die neue Story kommt. Nee, die hat sie mir einfach, einfach in meine Tasche gepackt, dass ich die mitnehmen soll. Ja. Ja. Und der Schrank ist jetzt fottenvoll. Oh, mein Lukas. Ich wollte abnehmen. Weg, du wolltest abnehmen. So, sag tschüss. Ja, hab ich doch schon. Ciao. Kakao.